Hallo und recht herzlich willkommen hier beim Telefonjoker. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie man beim Huawei Nova die Taschenlampe einschaltet. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal gibt es eine direkt vorinstallierte App dafür. Die befindet sich unter Werkzeuge, also in dem Ordner. Und dann haben wir hier die Taschenlampe. Ne? Man muss das Symbol dann klicken und ist eingeschaltet. Das LED-Licht hinten wird benutzt. Und genauso gut schaltet man sie auch wieder aus. Ne? An, aus. Ganz simpel. Dann gibt es noch einen zweiten Weg. Das ist das Schnellmenü. Ist, finde ich, ein bisschen komplizierter. Erstmal muss man das Ganze einrichten. Das machen wir mal. Man geht, wie gesagt, ins Schnellmenü, dann auf Verknüpfung. Und da hat man ja so eine Symbole entsprechend hier. Und diese kann man bearbeiten. Jetzt ist das Taschenlampensymbol halt mir noch nicht mit dabei. Dann geht man auf Bearbeiten. Und sagen wir mal, wir wollen die Taschenlampe mit dem Sehkomfort einfach mal tauschen. So, tauschen wir jetzt, ist die Taschenlampe halt drin. Dann sagt man okay. Und jetzt haben wir halt hier die Taschenlampe. Ne? Das heißt, wenn wir nächstes Mal in dieses Schnellmenü gehen, ne, ziehen wir runter, gehen auf Verknüpfung, haben wir hier die Taschenlampe. Und wenn man die einklickt, hat man genauso gut die Taschenlampe. Ne? Also halt runterziehen, Verknüpfung, Taschenlampe. Dann schalten wir es auch wieder gleich aus. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen und die Frage beantworten. Und ja, viel Spaß weiterhin mit eurem Huawei Nova und vielen Dank fürs Gucken. Tschüss!